Wir sind hier auf dem XXL Tuber Day im Skyline Park und wir schauen heute ein paar YouTuber an, und zwar den Jonas Ems, die Dschungelkönigin Jenny Frankenhauser und viele mehr. Viel Spaß! Hi, wer bist du denn? Hi, ich bin Leo. Okay, und was machst du? Ich mache Musical.ly und Instagram. Und jetzt neuerdings Musik. Wie bist du dazu gekommen oder was hat dich dazu verleitet? Also Musical.ly habe ich vor schon längerer Zeit angefangen, so vor 2 Jahren. Und eigentlich einfach nur so zum Spaß, einfach aus Langeweile. Und irgendwann ist das dann halt größer geworden und dann habe ich immer weitergemacht und dann hat es nicht mehr aufgehört. Was machst du so? Ich mache eigentlich teilweise nur Instagram, aber wurde halt teilweise immer hochgepusht. Und jetzt starte ich eigentlich so durch, kann man sagen. Bist du einfach so dazu gekommen oder hat sich die Abonnentenzahl einfach so, ist die gestiegen oder wie kam das dazu? Es war eigentlich relativ spontan, also am Anfang eigentlich so mehr als Hobby. Hatte ich so vielleicht 400 Followers und das hat sich eigentlich am Ende so ergeben halt. Du bist seine Freundin und bist einfach mitgekommen, oder? Okay, wie findest du das, dass er Instagrammer ist? Also ich find's toll, ich bin auch stolz auf ihn. Machst du auch YouTube oder nur Instagram? Ich mach YouTube, aber ich fange jetzt schon wieder an. Was macht ihr denn so? Wir drehen hauptsächlich Pranks, wir streichen uns gegenseitig, wir stellen uns Streiche und Streichen uns gegenseitig Spiele. Und ja, das filmen wir und stellen wir auf unseren YouTube-Kanal. Wie seid ihr dazu gekommen? Erzähl du mal. Wir sind halt schon sehr lange befreundet, auch jetzt nicht unbedingt wegen YouTube. Und wir haben halt schon früher uns gegenseitig Streiche gespielt, jetzt ohne Videos zu machen oder so. Es fing halt so an und haben uns einfach gedacht, ja, aber wieso machen wir das nicht mit Videos? Und so ist es dann gekommen. Wann habt ihr damit angefangen? Aktiv seit 2015. Also der Kanal steht schon etwas länger, aber ich glaube seit 2015 nerven wir uns aktiv. Wie viele Abonnenten habt ihr so auf YouTube? Ich glaube, wir haben jetzt... Haben wir heute schon die 130.000 geknackt? Ach, roundabout 130.000. Ich glaube 130.000. Seid ihr auch auf Instagram aktiv oder nur auf YouTube eher? Wir versuchen es immer wieder, ne? Aber irgendwie kommen wir da nicht so ganz voran. Also wir versuchen es aber... Aber wir haben alle unsere Social Media Kanäle ganz brav erstellt und versuchen die natürlich auch zu pflegen. Was sagen zum Beispiel eure Eltern dazu, dass ihr das macht, oder wie finden die das? Am Anfang natürlich erstmal diese normale Skepsis, ne? So, das ist nicht so cool für die Zukunft, mach lieber Studium, Ausbildung, dies, das. Aber ja, jetzt so mit der Reichweite, wenn man dann schon so, ne? Ja, wenn man was vorweisen kann, dann ist das schon alles ein bisschen entspannter, aber die unterstützen uns, also seine Eltern, meine Eltern unterstützen uns dabei und ja, alles cool. Das wollt ihr auch dann weiter beruflich machen, oder? Wir haben gerade vor kurzem unser Abitur abgeschlossen. Wir planen auch studieren zu gehen, aber jetzt fokussieren wir uns erstmal darauf. Solange es noch läuft, ne? Warum nicht? Genau. Wer seid ihr denn? Christina Maria. Ich bin's, die Meli. Was macht ihr so? Also ich mache eigentlich nur Musical.ly und ein bisschen Insta. Ja, ich mache eigentlich auch Musical.ly und Insta, aber hauptsächlich Musical.ly. Wie viele Abonnenten habt ihr denn so auf Musical.ly? 800.000. Ich gerade so 60.000 geknackt. Wie steht ihr zueinander? Seid ihr ein bisschen Freunde oder Geschwister oder... Schwester. Also, wir wurden gerade auf dem Parkplatz so richtig freundlich empfangen mit so... Ja, ihre zwei Töchter dürfen da nach vorne laufen. Ich dachte mir so, ja, okay, danke schön. Wir Töchter. Ja, aber wir haben uns erst vor ein paar Stunden gesehen. Genau. Zum ersten Mal. Verlorene Sohn. Keine Ahnung. Aber wir kennen uns schon von einer Gruppe aus. Ja. Genau. Man kennt sich sehr allgemein so von Social Media und so weiter. Genau. Wie seid ihr dazu gekommen, Musical.ly zu machen? Oder wolltet ihr das schon immer? Oder war das spontan? Also ich muss zugeben, als ich das erste Mal Musical.ly gedownloadet habe, habe ich gedacht, was das für ein Scheiß, hast du wieder deinstalliert. Aber dann dachte ich mir so, nee, das sieht schon lustig aus und es können offensichtlich auch 13-Jährige, also muss ich das auch können. Und dann habe ich das halt so probiert und es hat mir mega Spaß gemacht und so ist das alles so ein bisschen ins Rollen gekommen. Also ich habe mit 13 angefangen. Ich war in der Klasse, eine Klassenkameradin hat es mir so gezeigt und ich so, ja cool, mach ich auch mal. Und dann habe ich das so gemacht, als ich mein erstes Musical.ly gemacht habe, da habe ich mir gedacht, ah, was habe ich denn da gemacht, was ist das? Aber dann habe ich immer weitergemacht
dann hat man sich so eingeübt und dann wurde man so zum Profi langsam. Wer seid ihr denn? Ich bin Max. Ich bin der Stefan. Ich bin der Christian. Was macht ihr so? YouTube. Bei mir auch YouTube. Ebenfalls YouTube. Macht ihr das zusammen oder einzeln? Einzeln. Genau, einzeln. Wie seid ihr dazu gekommen oder was ist euer Thema als YouTube-Videos oder macht ihr verschiedene Videos? Ja, also das, wofür mich die Leute kennen, ist eigentlich Hypnose. Also da jetzt Großteil. Also ich bin anfangs durch Vlogs dazu gekommen, weil ich einen kurzen Auslandsaufenthalt hatte und bin dann da immer weiter so in YouTube reingekommen, hab dann irgendwann die Unterhaltungsbasis eingeschlagen, mach zwischen immer noch Vlogs wie heute vom Event. Genau, ist eigentlich so meins. Ja, ich mache ja hauptsächlich so Comedy-Unterhaltungsvideos. Dazu gekommen, ich habe früher allgemein schon mit Freunden Videos gemacht, wo es noch kein YouTube gab. Und dann war ich auf der Schule in Baden-Württemberg und bin aufs Gymnasium in Hessen gewechselt. Und dann hatte ich irgendwie so 12 Wochen Sommerferien, was machst du dann? Da habe ich halt so einen YouTube-Kanal gegründet. Da hatte ich ja ziemlich viel Zeit und so ist das alles so reingerutscht. Macht ihr auch Instagram? Also Instagram ist, glaube ich, noch das Netzwerk, was wir am meisten benutzen. Also bei mir ist es zumindest so. Also Facebook und Twitter ist so ein bisschen nebenbei wirklich, aber Instagram macht man halt gerne jeden Tag irgendwas. Nicht jeden Tag posten, aber jeden Tag vielleicht mal reinschauen. Das Einzige, glaube ich, was wir alle nicht machen, ist Musical.ly, oder? Du machst auch nicht, oder? Nee. Also wir machen alle kein Musical.ly. Badezimmer ohne Candy. Ja, wir machen die guten Videos. Genau. Snapchat, habt ihr das auch? Hatten wir, denke ich mal, auch alle, aber dadurch, dass halt Instagram und Facebook das auch übernimmt, lohnt sich halt nicht. Bei mir genauso, ja. Ich habe immer auf Instagram gesetzt. Also es war immer so, die Leute haben dann gesagt so, ja, wir brauchen Snapchat oder so irgendwas und alle irgendwie, andere YouTuber, die man kannte, haben alles auf Snapchat gesetzt. Ich habe immer gesagt so, nö, ich weiß nicht, ich habe da vielleicht einmal im Monat was gepostet und jetzt hat sich halt bewährt. So, Snapchat geht ja eben ein bisschen unter, meiner Meinung nach, und Instagram kommt ja mehr. Bloß die Filter sind ganz cool, da muss Instagram ein bisschen nachziehen. Ja. Habt ihr das privat oder schon öffentlich, wenn ihr das habt? Bei mir ist alles öffentlich, ja. Auch öffentlich, aber ich habe auf meinem öffentlichen Profil irgendwie nur meine privaten Freunde geaddet und ansonsten, wenn mich jemand addet, muss ich den ja hinzufügen, deswegen werde ich da nicht zugespammt. Wie viele Abonnenten habt ihr so auf YouTube? 300.000. Bei mir sind es um die 1.600, also ich bin der Kleine hier. 550.000. Ich bin Benji von BenjiTV. Ich bin Tori von Call Me Tori. Was macht ihr? Ich bin eigentlich bekannt durch meine Kissing-Pranks und Videos, wie ich Frauen abschleppe. Aber die Karriere musste ich leider beenden, nachdem ich mit dieser herzensguten Dame zusammengekommen bin. Genau. Ja. Jetzt mache ich halt Videos mit ihr, halt Challenges, was halt so geht. Also ich bin auf seinem Kanal mit beteiligt, also ich drehe Videos zusammen halt auf seinem Kanal. Dann habe ich aber noch einen eigenen Kanal und Instagram habe ich auch und ich war bei DSDS. Wie hast du sie kennengelernt? Hast du sie durch deine Pranks kennengelernt oder? Eigentlich eine ganz witzige Story, weil wir hier gerade auf dem XXL Tuber Day sind. Wir haben uns genau vor einem Jahr und ein paar Monaten auf dem XXL Tuber Day kennengelernt in Köln. Und wir haben beide rausgefunden, wir kommen aus Stuttgart. Wir haben uns halt in Stuttgart getroffen und dann hat es sich entwickelt halt in der Zeit und seitdem sind wir zusammen. Und jetzt macht ihr nur Comedy oder auch andere Sachen? Alles Mögliche, also von Vlogs bis Challenges. Was machen wir noch? Themenbezogene Videos. Ja. Was halt geht. Also wir sind ja kreativ, so immer wieder was Neues. Kommt immer drauf an, worauf man Lust hat. Hast du schon gesagt? Ja, hab ich gesagt. Ja. Immer worauf man Lust hat. So. Ich leg mich da auf nichts fest. Wie bist du damals auf die Kissing Pranks gekommen? Einfach nur aus Spaß oder? Nö, es war schon immer so, dass ich eigentlich immer das leichteste Spiel bei Frauen hatte, komischerweise. Heute sehe ich nicht so gut aus wie sonst. Ich habe aus Versehen Fehler beim Rasieren gemacht. Aber ich habe einfach gedacht, guck mal, privat hast du es so einfach. Warum machst du es nicht in Videos? Macht eh keiner in Deutschland. Und dann habe ich es einfach gemacht und ist auch ziemlich gut gegangen. Also ziemlich viral teilweise. Ich bin der Cityboy Anderlein im Fladern und ich mache Musical.ly. Ich bin der Prince aus der 18, mache auch Musical.ly. Wie seid ihr auf Musical.ly gekommen? Ich habe mal früher die App runtergeladen, habe gedacht, was soll ich machen mit der App? Und da habe ich selbst rausgefunden, wie man es macht. Hab von Kollegen gehört. Aber ihr macht es nicht zusammen oder manchmal schon? Manchmal schon. Wie viele Abonnenten habt ihr auf Musical.ly? Ich habe 28,9k, ihr habt 9000. Ich bin Jonas. Ich bin Fitti. Ich bin Denise. Und was macht ihr? Wir machen unter anderem YouTube-Videos. Genau, ich mache ein bisschen Richtung Comedy-Unterhaltung. Ich mache hauptsächlich Instagram und bei ihm mit. Wie seid ihr dazu gekommen, YouTube zu machen oder?
Ich hatte das damals, ich habe mit 13 angefangen, das mache ich seit 8 Jahren und ich habe das angefangen, weil ich eigentlich für Klassenkameraden Schulvideos hochladen wollte, habe dafür eine Videoplattform gesucht, dann habe ich das auf YouTube hochgeladen und irgendwann haben die Videos eben auch Leute gesehen, die ich gar nicht kannte und das hat mich dann irgendwie so gepackt, dieses Phänomen, dass es eben fremde Leute kommentieren, dass ich dann eben angefangen habe für diese Leute, unter anderem die vielleicht, Videos zu drehen, genau. Ich wollte Schauspieler werden und dann haben wir damals eine Kamera gekauft, eigentlich für den Urlaub. Und haben so aus Spaß so ein Musikvideo gedreht. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann einfach weitergemacht habe. Dankeschön. Einfach weitergemacht habe und jetzt ist es eine große Leidenschaft von mir geworden. Ich habe keinen YouTube-Kanal, ich mache nur bei ihm mit. Ein bisschen. Im Grunde ist sie die Spielerfrauen, wie es beim Fußball wäre, ja. Wie findest du das, dass er YouTube macht? Oder, weil ich glaube, er bekommt ja auch von vielen Mädchen Anerkennung oder ist das nicht so schlimm? Es geht, also ich glaube, alle wissen schon, dass wir zusammen sind, ist ja schon ein bisschen länger jetzt und ich finde es eigentlich ganz cool. Also es war gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber ist ganz cool. Wie habt ihr euch kennengelernt, ihr zwei? Sag du. Also es war der romantischste Weg überhaupt, wie man sich heute kennenlernen kann, über Instagram, habe ich sie angeschrieben. Kanntest du sie davor oder nee, über Instagram? Ich bin nach Berlin gezogen und wenn man irgendwo neu in der Stadt kommt, dann werden einem immer so Kontakte vorgeschlagen und sie war einer dieser Kontakte und ich dachte so, ja, die sieht ja ganz hübsch aus, fragst du mal an, ob sie mal Lust hat, sich einfach so zu treffen. Dann ist es irgendwie dann so entstanden. Kleine Funfact noch, wir haben uns das erste Mal in Real Life gesehen beim XCL Tuber Day 2012. Nee, 13? 13? 2013? Oh, keine Ahnung. Vielleicht 2013. Das war auf jeden Fall irgendwie, ja, genau. Seht ihr euch öfters oder nur auf so Events von YouTube zum Beispiel? Ja, ich würde mal so sagen, alle 3-4 Monate. Oder? Ja, na, vielleicht ein bisschen weniger. Ein bisschen öfter. Ja, oder? Also, ja, also vielleicht, so, vielleicht alle zwei, drei Monate. So. Zwei Monate. Aber dann natürlich nicht nur bei Events, sondern auch mal so privat treffen. Genau. Dreht ihr auch Videos zusammen oder eher nicht? Manchmal, also nicht immer. Manchmal trifft man sich auch einfach so, aber wir haben damals schon ein bisschen was zusammen gemacht und jetzt macht halt Spaß. Hi, ich bin der Herat. Und was machst du? Lifestyle, Comedy, Unterhaltung, je nachdem, auf was ich Bock habe. Du machst nur YouTube oder auch Instagram oder Musical.ly? Ja, mit YouTube angefangen, Instagram nachgezogen und ja. Wie bist du drauf gekommen, das zu machen? Vor 7 Jahren hatte ich damals mit meinen Cousin und Kollegen angefangen, Videos zu machen und irgendwie haben wir dann aufgehört, dann hatte der eine mal keine Zeit gehabt, dann hat der andere mal keinen Bock gehabt und es ging über die ganzen Jahre so weiter, bis vor 2 Jahren. Weil ich gesagt, ey, wenn die anderen zwei keine Lust haben, versuche ich es auch mal zu machen, weil das war immer mein Traum gewesen und dann ist es explodiert einfach. Was macht dir am meisten Spaß? Es macht alles, würde ich nicht ganz sagen, es gibt auch manchmal Videos, die einem nach der Zeit nicht so wirklich gefallen, aber Musikvideos finde ich mega geil. Ich weiß auch, wenn man jetzt nicht gerade die beste Musik macht oder sonst was, aber allein das, was man da macht, das ist geil. Ins Studio gehen mit den ganzen Jungs und das ganze Film nach verschiedenen Orten suchen, dann überall hinfahren, die besten Locations raussuchen, das ist mit das Geilste, finde ich. Wie viel Zeit investierst du für ein YouTube-Video? Das ist relativ unterschiedlich, je nachdem, was für ein Video das ist. Ist es so ein einfaches, wo man zu Hause mal macht, dann 2 bis 3 Stunden. Ist es was etwas Aufwendigeres, zum Beispiel für ein Musikvideo hatte ich damals mit meinem Cousin 4 Tage gebraucht oder 5 Tage. Oder für andere Videos auch mal über eine Nacht komplett durchgearbeitet. Viele unterschätzen das auch. Denken, ja, das geht so schnell, bla bla bla, aber dann sitzt du irgendwie von 12 Uhr abends da und dann ist es irgendwie 8 Uhr morgens und du bist immer noch nicht fertig und denkst dir, boah, verdammt. Du hast bestimmt auch so Videotage in der Woche, oder? Wo du was hochlädst oder machst du das unterschiedlich? Hatte ich damals gehabt, aber da habe ich mir selber immer diesen Druck gesetzt. So, ey, scheiße, heute muss ein Video raus oder in 3 Tagen muss wieder ein Video raus und darauf hatte ich keine Lust. Ich möchte auf YouTube machen, worauf ich Bock habe und wann. Und deswegen mache ich jetzt mittlerweile dann ein Video, wenn ich Bock drauf habe. Machst du das nur beruflich oder hast du auch was anderes? Ich habe eine Ausbildung fertig gemacht und danach hat das so gut geklappt, dass ich das jetzt beruflich mache und nebenbei mache ich noch Klamotten. Was machst du? Ich mache Instagram, da heiße ich Pictured.pizza. Und wie bist du dazu gekommen, Instagram zu machen oder kam es einfach so? Ja, also meine Mom hatte halt eine Kamera und ich habe mich halt einfach ein bisschen ausprobiert und ein paar Bilder gemacht und dann hat es mir halt total Spaß gemacht und dann habe ich die halt gepostet. Wie viele Abonnenten hast du auf Instagram? Ich habe zurzeit 90.000. Machst du nur Instagram oder machst du auch Musical.ly wie die meisten? Ich mache hauptsächlich Instagram, aber ich habe jetzt mit YouTube auch angefangen
Und ja, auf Musical.ly bin ich auch aktiv, aber da habe ich jetzt nicht so viele. Also Instagram ist halt meine stärkste Plattform sozusagen. Was machst du auf YouTube, wenn du jetzt anfängst? Also es ist unterschiedlich. Also am Anfang halt wie jeder eigentlich in so einem Q&A und dann, ich habe jetzt ein Video gemacht, so Fotografie-Tipps und sowas, weil ich ja eher so Fotografie mache und so. Willst du das später auch mal beruflich machen? Fotos oder willst du Fotografin werden oder was anderes? Also es wäre schon richtig cool, also als Fotograf kannst du richtig viel machen, du kannst reisen und sowas, aber es lasse ich mir so offen, also ich weiß nicht, ich würde auch gerne was mit Marketing oder Management oder sowas machen. Ich bin der Gian Ersala. Und was machst du? Ich bin professioneller FIFA-Spieler bei RB Leipzig unter Vertrag. Was machst du hier? Ja, ich werde halt später noch mit den paar Leuten spielen hier, Autogramme geben, Fanskommunikation und das war's. Und wie bist du dazu gekommen? Ja, generell hatte ich halt viel Interesse daran, im E-Sport zu arbeiten. Hab dann angefangen, Turniere zu spielen, mich bekannt zu machen. Habe ich dann sehr viele Erfolge mitgebracht, Meisterschaften geholt. Und letztendlich habe ich dann einen Verein bekommen, den ich dann unter Vertrag genommen habe. Kannst du das mal ein bisschen erklären, den Sport? Generell E-Sports ist halt so, dass man halt täglich bis zu 5 bis 8 Stunden spielt. Mit sehr vielen Pausen natürlich. Ein Alltag sieht halt folgendermaßen aus. Generell steht man halt auf um 8, um 9, macht man ein bisschen Sport. Generell geht man ein bisschen Joggen oder zum Fitness. Ja, dann gibt es halt FIFA-Training, 3-4 Stunden. Dann gibt es halt eine kleine Pause, dann gibt es 1-2 Stunden weiter. Je nachdem, dann muss man halt am Tag manchmal Videos drehen. Oder auch natürlich unter anderem hast du andere Sachen zu tun, bis heute zum Beispiel auf einem Event. Und sonst geht das Training halt mit den Profis immer. Von anderen Vereinsspielen natürlich. Ja, so ist es halt. Hallo, ich bin die Jenny. Und wie alt bist du? 25 noch. Du bist ja die geborene Dschungelkönigin. Wie fühlt sich das an? Immer noch unwahr, auch wenn es schon ein bisschen her ist, aber ja, das ist einfach schön. Wie war das Gefühl, Königin zu werden? Ja, wie so ein Wunsch oder Traum, der gerade in Erfüllung gegangen ist. Also es war auch ein persönlicher Sieg, also nicht nur beruflich, sondern auch für mich privat war es halt wirklich ein unglaubliches Kompliment von den Leuten, dass ich die Krone bekomme. Und wie kamst du aufs Dschungelcamp? Hat man dich gefragt? Oder? Also ich habe die Anfrage bekommen und ich dachte, wenn nicht jetzt, wann dann? Als wir dann da im Dschungel saßen, haben wir gesagt, so, cut, können wir jetzt ins Hotel? Und dann hieß es, nein, es ist wirklich echt und wir haben auch wirklich gehungert, ja. Wie war das so, die Challenges oder das Essen, weil die Insekten zum Beispiel zu essen, das ist ja nicht so appetitlich im Alltag. Also es war schon ziemlich eklig, aber irgendwann schaltest du den Kopf einfach ab und du weißt ja, um was es geht. Und ich bin sowieso aus der Pfalz, wir Pfälzer, wir essen alles und deshalb, ich hatte eh Hunger. Was machst du beruflich? Ich bin selbstständig im TV, YouTube, habe einen eigenen Online-Shop, bin Influencer. Wie bist du darauf gekommen? Wolltest du das schon immer machen oder? Ja. Also ich will schon immer irgendwas machen, was mir Spaß macht und bis jetzt läuft alles super. Das designst du auch alles selber oder hast du auch Hilfen? Also mit einer Firma natürlich, mache das nicht selbst, aber meine Ideen fließen da überall mit rein. Okay, super, danke. Schleichwerbung. Windeln Media, dein regionales Nachrichtenportal.